Ja, Sol YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, und zwar ist es The Binding of Isaac. Wie man schon im Intro gesehen hat, es ist ein Projekt, und zwar das Spiel Isaac, und zwar vom Loser zum King. Ich bin jetzt aktuell noch in den Startlöchern, also das heißt, ich habe aktuell den Rang Loser in dem Spiel. Und möchte immer mich weiter hocharbeiten, bis ich irgendwann zum King werde. Und ja, genau. So wird das Ganze funktionieren. Und ja. Genau. Wie ihr wisst, macht ein Partnerkanal von mir, der DeckQT, macht ja auch Isaac-Videos. Wir haben das auch schon zusammen besprochen, er findet es auch gut, dass ich das mal, das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt da seine Zuschauer irgendwie wegnehmen will, außerdem ist er sowieso viel besser. Und ja, also erstmal vorweg, bevor ich jetzt hier starte, ich habe jetzt etwa eine Spieldauer von Pi mal Daumen, so, ja, einmal eine Stunde, habe ich jetzt mal mit der Steuerung vertraut gemacht, das weiteste, was ich war Ebene 3. Und jetzt starten wir auch gleich mal. Ich schätze, dass das Video so um die 15 bis 20 Minuten wird. Dass wir so etwa 2 bis 3 Runs machen, je nachdem wie es läuft. Und ja, jetzt sollte das Spiel. Jetzt muss ich das hier oben nochmal anklicken und dann geht's auch los. Ich habe bis jetzt nur Isaac und deswegen starten wir jetzt auch gleich. Gut, hier haben wir eine Bombe. Und ganz ehrlich, ich kenne mich jetzt auch mit den Items noch nicht sonderbar aus. Ein paar hatte ich schon mal, aber sonderbar kenne ich mich noch nicht aus. Und übrigens, man hört mich jetzt wieder durch ein neues Headset. Das Turtle Beach, mit dem ich immer kommentiert habe, das war schon sehr ramponiert. Man hat jetzt zum Schluss auch immer Rauschen gehört. Und jetzt hat das Remote irgendwie gehört, dass es irgendwas mir bringt, aber was genau, weiß ich nicht. Wenn wir einfach irgendwie testen, dann gleich mal. Ja, wie gesagt, jetzt kann man mich wieder durch ein neues Headset hören. Ich hoffe, die Audio ist jetzt auch wieder ein bisschen besser. Jetzt haben wir die 2 Herzen gleich. Und die werden wir wahrscheinlich auch gleich brauchen. Schlüsselchen. Ja, jetzt gehen wir gleich mal zum Boss, weil mir Herzen können wir jetzt aktuell nicht bekommen, was es ist. Oh. Ja, dieser Gegner ist eigentlich ziemlich stark, so. Ja, legen wir gleich mal 2 Bomben vor die Füße. Aber ich denke, ich sag mal so, das ist ein ziemlich gute Map für den Gegner, weil er muss hier außen rum und man kann ihn auch gut beschießen, wenn er hier rumläuft. Das ist erstmal das große Teil da. Wird halt jetzt etwas dauern. Jetzt warte ich hier erst auf ihn. Also mir wurde gesagt, ich soll den so besiegen, dass ich immer warte, wenn er steht, aber das mache ich nicht, denn dieser kleine Typ, der schießt ja auch immer noch. Der kann mir dafür ziemlich gefährlich werden. Ich weiß, irgendwann trennt sich dann, irgendwann explodiert der Typ da oben mal. Genau, und jetzt geht das Teil hier los, ziemlich schnell. Aber machen, glaube ich, kann es nichts. Das schaut jetzt übel gut aus. Das ist das erste Mal, dass ich eine Ebene ohne Lebenverlust habe. Und jetzt habe ich Dr. Remote eingesetzt. Und was hat mir das jetzt gebracht? Achso, das ist diese Rakete. Ja, gut. Gut, jetzt habe ich 4 Leben. Jetzt hätte ich hier insgesamt nochmal 4 Leben. Die kann ich aber leider nicht einsetzen. Ich denke, vielleicht wird es ein ganz guter Run. Vielleicht wird es einigermaßen gut.
läuft schon mal ziemlich gut. Ein gutes Item habe ich leider noch nicht. Also ich denke, mit dem guten Item wäre ich auch noch besser dabei, aber ja, lässt sich halt jetzt nicht ändern. Ich weiß nicht, ob sich Doctors Remote auflädt. Ich glaube nicht. Die Bombe kann ich nicht holen, denn ich habe. Aber das ist ein Shitraum. Weil die fliegen so dumm spawnen. Und jetzt krieg ich den ersten Abzug. Ja, jetzt kriege ich keine Herzen, das ist ja klar, weil ich denke, mit 4,5, mit 3,5 Herzen kann man schon zu The Duke of Lies gehen. Hey, was ist denn der? Was macht denn der für Teile? Hallo? Den kenne ich ja gar nicht. So, wie der abgeht. Ja, bei mir hat der immer nur normale Dinger geschossen, so wie ich den kenne. Nicht so komische Fliegen. Ja. Das ist mein Angstgegner. Den habe ich, glaube ich, erst einmal besiegt und das mit einer abnormalen Anzahl an Bomben. Dadurch, dass der Typ so viel aushält. Noch so dumm im. Ja, mir nee, ist klar. Klar ist ein dummer Spaß, bis der mich jetzt gleich umbringt. Schade, hat gut begonnen, aber scheiße geendet. So ein nächster Versuch. Also klar, am Anfang werde ich natürlich nicht bis sofort bis irgendwie zu Mom oder so kommen. Auch wenn man. Wenn manche sagen, ja, ich bin gleich beim, was ich was, dritten, vierten Mal zu Mom gekommen. Ich mach's halt nicht. Ich habe auch so eine Art von Spielen noch nie gespielt. Oh, harter Raum. Und wie gesagt, für mich ist die Steuerung was ganz was Neues. Und. Ja, sag mal, das kannst du auch mal ein scheiß Item geben. Eine hübsche Anzahl an Münzen. Und was. Ah! Die kommen zu mir zurück. Ich weiß nicht, ob das sonderbar gut ist, aber ich denke mal schon. My Reflection. Ne, das ist eigentlich so der totale Mist. Und jetzt braucht auch mich keiner verarschen von wegen, du bist so blöd und weißt nicht, dass das scheiße ist und denkst, es ist gut. Wie gesagt, ich habe das Spiel noch nicht lange, ich habe es auch noch lang nicht lange gespielt. Ich kenne mich halt mit dem Items noch nicht so aus. Wunderbar. Da ist jetzt mein Kistchen. Eine schöne Anzahl an Münzen. Sollen wir theoretisch in den Shop gehen? Will ich aber nicht. Kommt wieder der Vogel da. Ja, lieber der. Lieber der Duke of Flies, das ist so. Das ist mein Angstgegner, der wenn kommt. Ich setz, das ist jetzt das erste Ziel, das ich mir jetzt mal setz, dass ich den Vogel da jetzt mal besiege, den Duke of Flies, wenn er das nächste Mal kommt. Der erste Run hat eigentlich ziemlich gut begonnen. Ich hätte gedacht, das wird was. Aber dann.
Und wenn jetzt wieder einer von solchen Idioten meint, er muss jetzt nur sagen, mein Gott, bist du scheiße, und schaltet die ersten Minuten an und dann wisst ihr, um was es in dem Let's Play geht. Denn man kann ja hier mitverfolgen, dass man in irgendwelchen Folgen dann irgendwann mal sagen kann, ja, so habe ich angefangen und so bin ich jetzt in der Stärke und also ganz ehrlich, Kommentare von wegen, mein Gott, bist du schlecht oder so, ich auch sofort löschen, weil das sehe ich auch nicht ein, weil ich habe so ungefähr am Anfang 100 Mal gesagt. Man sieht, das Item nervt mich irgendwie. Ja, jetzt bleib doch mal da, du komischer Typ, ey. Ja, klar. Also, das ist doch der größte Bullshit, den es eigentlich gibt, dieses My Reflection. Oder? Tipps von euch nehme ich natürlich gerne an, aber nicht so, ja, wird besser oder so. Das könnt ihr euch sparen, da könnt ihr euch die Zeit sparen, und Bettler. Was bringt mir das jetzt genau? Monstro. Gleich noch eine Bombe zu fressen, du Arsch. Dann ziehen wir mir ziemlich viel ab. Aber jetzt muss ich aufpassen, ich habe nur noch ein Herz. Schaut euch das an, es fliegt irgendwo rum. Aber ich komme jetzt, geht hier, kommt unten die kleine Fenster von meinem Antivirenprogramm. Ich entschuldige mich dafür, dass das jetzt kommt hier. Und dann gehen wir gleich in Ebene 3. Der Run ist eigentlich schon ganz gut. Hier ist wieder ein Bettler. Geben wir dem gleich wieder Geld. Kannst du mir was Gescheites geben? Hier noch mehr Geld. Ein Schlüssel, respawned. Was ist das? Was ist Launch? Ah, da kriege ich mehr Leben, gell. Och, du Scheiße, die kenne ich ja noch gar nicht. Was sind das für Teile? Alles, was fliegt, regt mich so ziemlich auf und hasse ich auch. Und besonders ist diese Art von Fliegen, die gehen ziemlich komisch. Schwer kaputt. Oh, die explodieren sogar noch. Jetzt haben sie sich aber selbst zerstört, die Arschlöcher. Also so eine Bombenfliege oder so. Ein Schlüsselchen bekomme ich. Oh ne, die hasse ich, diese Huster da. Das ist TNT. Ich kann nicht auf das TNT schießen. Boah, Alter, regen die mich auf ungefähr. Ja, und kaputt gehen tun die auch nicht. So, und jetzt stirb, du Arsch, ey. Ja, und wie soll ich jetzt zu dieser Kiste kommen? Also zwei Leben wieder verloren. Und jetzt kommen die Supermaden, ey. Alter, gehen die ab. Ja, jetzt gehen die Maden ab, ey.
jetzt verreck ich, ey. Manch einer will jetzt sagen, das ist... Alter, was bist du eigentlich für ein Noob? Bin ich auch. Also in dem Spiel bin ich auch ein richtiger Loser noch. Genau das soll er das Let's Play zeigen, wie man von so einem Loser, wie ich jetzt bin, zu einem guten Spieler werden kann. Aber ich denke, das wird nur einige Episoden dauern. Und jetzt bin ich wieder in so einem Shitraum. Das darf ja nicht wahr sein. Aber ich habe dazugelernt. Anscheinend, ihr wisst das jetzt. Jetzt habe ich schon dazugelernt. Und das wird jetzt mein Ende sein. Ein Turm habe ich gekillt. Das oder zieht mir sofort ein Leben ab oder was? Ein halbes. Komm, Turm. Lass mich leben. Nein. Gut, jetzt bin ich das zweite Mal gestorben, diesmal auf Ebene 3. Und ich denke, jetzt gehen wir mal back zum Menü. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich sag bis dahin, ciao.